Heute ist in der 4. Klasse der Gebhardt-Schule in Konstanz alles anders. Zeit für eine Geschichte. Ja, ich habe überlegt, was soll ich mit euch für eine Geschichte bereden? Aber dann war es ganz einfach. Ich traf einen Jungen im Bus und er schaute sehr traurig aus. Ja, wie heißt du? Sagt der Jan. Na, warum bist du so traurig? Sagt er, ich habe morgen Geburtstag. Und eigentlich wollte ich die Maler einladen. Aber das ist schief gegangen. Ich mag eigentlich keine Mädchen. Aber die ist schon ganz toll. Und die hätte ich gern eingeladen. Aber dann tun die anderen mich ärgern und sagen, Jan ist verliebt. Dann habe ich ihr ein Zettelchen gesteckt. Ich müsste nach der Schule treffen und ihr heimlich sagen, dass sie zum Geburtstag einladen, damit es keiner merkt. Und nach der Schule kam sie auf mich zu, freute sich, wollte wissen, was ich ihr sag. Und da habe ich Angst gekriegt. Da bin ich schnell abgehauen. Und jetzt habe ich es ihr nicht gesagt. Überlegt es euch mal für euch selbst. Überlegt mal, ob ihr so jemand kennt wie den Jan vielleicht oder selbst, warum der Jan da wohl abgehauen ist. Was wie eine einfache Geschichte klingt, ist Teil der Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion. Der Psychologe Georg Lind hat das Verfahren in 20 Jahren immer weiterentwickelt, um einen möglichst guten Dialog in Gang zu setzen. Was die Schüler nicht wissen, es geht nicht um richtig und falsch. Das Ziel, die Erfahrung, miteinander zu reden und sich gegenseitig zuzuhören. Wie diskutieren wir? Wenn jetzt jemand was gesagt hat, dann darf ihm aus der anderen Gruppe jemand antworten. Und meldet sich. Und der, der gesagt hat, oder diejenige, die ruft aus der anderen Gruppe jemand auf. Also ich finde, er hat es falsch gemacht, weil er blamiert sich ja damit richtig. Da macht das eigentlich nur schlimmer für sich selbst, weil hätte er es ihr gesagt, dann wäre ihm vielleicht ein richtiger Kloß aus dem Hals. Hätte er es nicht gemacht, dann, was er nicht gemacht hat, könnte es ja sein, dass er am Abend vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Und er macht so eigentlich nur schlimmer für sich. Celine? Also ich finde, es war der Maler gegenüber falsch, aber andererseits halt auch, was hätte er machen sollen? Wenn er einen Kloß im Hals hat, wie kann er ihr das dann erzählen? Oder wäre jemand anders gekommen und hätte ihm zugehört? Oder am Geburtstag hätten alle über ihn gelacht, dann wäre es ja für ihn gar kein schöner Geburtstag mehr gewesen. Oder eben, was hätte er sonst machen sollen? Nun folgt ein Teil, der für Erwachsene wie für Kinder gleichermaßen eine Herausforderung darstellt. Jetzt kommt noch eine Aufgabe. Ihr sollt euch nämlich mal die Argumente der Gegenseite noch mal durch den Kopf gehen lassen und überlegen, was war das beste Argument der Gegenseite, der anderen. Also ihr, was war das beste Argument der Gruppe? Und ihr überlegt, was das beste Argument der Gruppe war. Ihr könnt euch mit eurem Nachbarn mal ein bisschen unterhalten, könnt auch hier lesen. Vielen Dank fürs Mitschreiben. Mit seiner Methode will Georg Lind einen guten Dialog fördern. Bei Themen, die die Beteiligten emotionalisieren oder gar aufwühlen, ist ein fairer Umgang miteinander ja keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Diese Methode soll den Kindern zeigen, es geht auch ohne zu streiten. Ich denke, eine der ganz zentralen Dinge, die wir können müssen, wenn wir in einer Demokratie leben, ist, unsere Streite und Konflikte miteinander friedlich, vernünftig, ohne Anwendung von Gewalt auszutragen. Das ist also die Fähigkeit, miteinander zu reden, über heikle Dinge, nicht über Banales, eigentlich zu den absoluten Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft gehört. Der meint, der Jan hat nicht so richtig gehandelt. Eins, zwei, drei, vier. Zuhören und ausreden lassen. Der Dialog wird für die Klasse zum Erfolgserlebnis und ist somit viel überzeugender als jede moralische Ermahnung. Sonst dann, also da tun wir mit Schimpfwörtern Regeln oder manchmal schlägt man sogar. Und wir haben ein Wort, wenn man das Hör auf oder Nein sagt, dann muss man aufhören. Und ja, ich fand es eben gut, wie wir es heute gemacht haben, aber wenn wir das mal so machen würden, dann müsste irgendjemand da sein, der das regelt. Es war vor allem ruhiger und sowas.
und langsamer. Das fand ich gut. Und dass man auch zusammen noch mal drüber redet. Es nützt immer was, weil man dann wieder neue Gedanken dazu kriegt, wieder neue Ideen hat und dann auch mal wieder eine andere Meinung kriegt. Also das ist schon ganz nützlich.